die Ecke mit. Nürnberg extrem kopfballstark in diesem Jahr. Meladeli. Chipball auf den ersten Pfosten. Da ist viel los. Das Dovedan. Und was ist das für ein Auftakt für die Club? Zweite Spielminute. Nikola Dovedan. Reingerutscht in die Startelf. Und rein mit der Kugel. Drittes Saisontor. Und vielleicht müssen wir da noch mal nachhaken. Da liegt einer am Boden. So, erstmal der Chipball auf den ersten Pfosten. Das schaut dann auch alles in Ordnung aus. Nee, da ist alles sauber. Jonjic kriegt eben noch mal das Knie. In den unteren Rücken, Oberschenkel rein. Boah, das ist extrem unglücklich für Aue. Das ist, ja, natürlich kann man das verteidigen, wenn man ideal steht. Was für ein Albtraum-Szenario für Mark Hensel und sein Team. Aber das ist einfach unglücklich gelaufen. Dieser abgeprallte Ball ist ein bisschen zu gemütlich. Geht ins 1 gegen 2. Kühn. Oh, Hochscheid, Hochscheid! Hochscheid ist das clever gemacht! Achte Spielminute 1-1. Wenn es denn stehen bleibt, wenn es kein Abseits war. Bisschen glücklich. Also der Abschluss war exzellent, aber dann wie es entstanden ist letztendlich. Nochmal der Blick drauf. Ah, ist das schade, dass hier keine Zuschauer sind. Wer hier eine Stimmung? Was für ein tolles Fußballspiel. Kühn und Hochscheid. Das ist kein Abseits und das ist exzellent gemacht vom Routinier. Und Tore erzielen. Und wie abgezockt er das eben auch im Abschluss macht, indem er den verzögert und die Ruhe bewahrt. Das ist nicht ohne. Hat noch kein Tor erzielt in dieser Saison. Knieverletzung gehabt. Die ersten 9 Spiele ausgesetzt und auch letztes Jahr jetzt nicht der Burger gegen die Sachsen. Dreimal ein Duell gehabt mit Aue, zweimal 1-0 gewonnen. Jetzt der Auftakt, oder der erste Spieltag vielmehr, der Auftakt zur Saison, ein 0-0. Nürnberg kann richtig gut Fußball spielen. Schuranov, Dovedan, Dovedan! 2-1 Nürnberg! zweiundzwanzigste Spielminute. Die fußballerische Klasse beim Club in einer Szene komplett dargestellt. Da hat Aue nicht mal am Ball gerochen. Schuranov, das ist dann eben dieses 1 gegen 1 Duell inklusive Tunnel. Das ist der Unterschied bei so einer Szene. Da gibt es Mann gegen Mann gegen Mann gegen Mann und dann muss Mann sich gegen einen anderen Mann mal durchsetzen. Oh, war der noch abgefälscht sogar? Die Ikone. Jetzt unter Beschuss Schuranov. Dovedan. Dovedan macht sein drittes Tor. 81. Spielminute. Aue am Boden. Ja, es sind dann eben die individuellen Patzer. Sie haben die meisten Ballverluste vor Gegentoren. Und dann ist es dann auch nicht mehr irgendwie eine Coaching-Geschichte, dass die Jungs falsch postiert sind. Ist auch einfach gut gespielt dann. Schuranov hat sich den nächsten Assist ab. Dovedan, Dreierpack, Man of the Match, Nikola Dovedan, da wird noch... Thanks for watching, subscribe my channel for more videos and turn on notification to never miss an upload.